Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gift. Ja, jetzt müssen wir durch die Cafeteria. Ich habe schon gesehen, hier rennen auch ein paar Leute rum. Ich werde die einfach mal wegschießen, glaube ich. Und gehen sonst wenigstens nicht auf den Sack. Hier haben wir auch noch mal eine Batterie. Okay, mit Hilfe der Taschenlampe kannst du auf der Stelle Monster ausschalten. Schleich dich hinter den Monster und drücke A. Oh, man kann doch einen Schleichangriff machen, Moment. Alter, das kostet ja richtig viel Energy. Das kostet ja mehr, als wenn du so rumballerst. What? Nö, nee, das machen wir nicht mehr. Danke, Chelsea. Danke, Daniel. Das machen wir nicht mehr. Das kostet ja richtig Power, ey. Dann schieße ich lieber so rauf. Ich hoffe, wir kommen irgendwann nochmal zurück. Das wäre auf jeden Fall richtig nice, weil wir haben ja da noch dieses eine Klassenzimmer überhaupt nicht durchsucht. Oh, Bein gestellt. Hier wurde jemand ein Bein gestellt. Und dann wurde sich drüber lustig gemacht. Riemann gekriegt. Super. Habe ich die jetzt in meiner Tasche? Nee, ne? Nee. Haben wir nicht in der Tasche. Schade. Geh weg. Ich finde es cool, dass man den Gegner besiegen kann. Kann es aufhören. Die Mucke kann wieder weg. Der Kampf ist schon längst vorbei. Oh, toll. Toll, wie ich das wieder gemacht habe, ne? Geschafft. Aber die Leiter, was mache ich jetzt? Wenn ich durchs Fenster klettere, sieht mich das Monster nicht. In dieser Gegend sind wieder 6 Zettel, 4 Leute. So viel Zeug verpasst? Krass. Zum Feuerwehrwagen gehen. Draußen parkt ein Feuerwehrwagen. Ich könnte über die Leiter in den ersten Stock gelangen und so dem abscheulichen, flammenden Affen aus dem Weg zu gehen. Okay. Warte mal, ich kann trotzdem wieder zurück. Nur da hinten kann ich nicht lang. Oder wie, oder was? Das will man so wenig Ausdauer haben, ne? Zurückgehen ist zu gefährlich.
Verdammt. Aber vielleicht kommen wir noch mal irgendwann zurück. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn wir das machen können. Nochmal zurück. Das wäre richtig, richtig nice. Wir müssen mal schauen, ob die Gegner tot bleiben, ne? Müssen raus. Dann, aber ich muss den ja auch erstmal bewegen, ne? Bin voll. Kann gar nichts mehr mitnehmen. Wir brauchen noch mal Batterien. Wenn ich mal knapp bei Kasse sein sollte, weiß ich zumindest schon mal, wo ich noch ein paar Batterien finde. Oder ein Inhalator. Falls wir hier nochmal zurückkommen können. Wo willst du denn hin? Ja, schon Was? wieder. Moment. Wer sind Sie? Hast du nicht etwas vergessen? Ich brauche Hilfe. In der Schule sind lauter Monster und die. Du musst Emily finden. Sie ist der Schlüssel zu diesem Albtraum. Das ergibt keinen Sinn. Was? Woher kennen Sie Emily? Was wissen Sie darüber? Keine Zeit zum Schwatzen, Kleine. Deine Cousine braucht dich jetzt. Ich versuche ja, ihr zu helfen. Ich habe sie im ersten Stock gehört. Die Leiter da. Da wollte ich hochklettern. Gut. Können Sie mir nicht? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gehen Sie nicht! Gut, und weg war er. Wer ist der Mann? Er ist direkt vor mir verschwunden. Naja, ich habe heute schon Seltsameres gesehen. Aber er wirkte ganz menschlich. Was soll ich davon halten? Ich glaube, er ist der Teufel. Was sagt ihr? Was glaubt ihr, wer der Mann ist? Mein Saft. Bin voll. Manchmal kriegst du Videos und manchmal kriegst du so Ingame-Cutscenes. Oh, was bist du denn? Ein Vogel? Der Salz aber nicht so aus, als wenn ich ihn töten Das hier könnte. ist neu. Ich bleibe besser auf Abstand. Ne, habt ihr keine Idee, wer das sein könnte? Schade. Jetzt sind alle wieder so wortfaul. Das ist verrückt. Ich sollte Hilfe suchen. Aber tust du nicht. Nur noch mal Batterien. Findet sehr viele Batterien, muss ich sagen. Sehr viele.
verstecken? Oh, was haben wir da? Ein Steinchen. Das nehme ich mit. Voll. Ah ne, die kann man auch abschießen. Wir haben auch diese komischen Blasen dran. Das Ding lädt sich im Licht der Taschenlampe auf. Ja. Aber was bringt mir das? Da hinten. Ja, dann rüber hier, wa? Schon zeitlich begrenzt, wa? Ja. Verlasse den Schulhof. Achievement. Die sind überall. Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Oh. Run! Die können hinterher springen. Nein, Sackgasse. Lauf, Emily. Ah ne, Sandy heißen wir. Sally? Das waren jetzt gerade sehr viele Gegner. Gut. Unser erster Tod, Leute. Bis wir die einzeln ranlocken können. Nicht, dass sie alle auf einmal kommen. Die sind überall. Bitte sieht mich nicht, bitte sieht mich nicht, bitte sieht mich nicht. Okay, einen haben wir schon mal. Konnte mich ja nicht mal wirklich heilen, ne? Die waren ja die ganze Zeit hinter mir her, ey. Gehen wir auch lang. Noch mehr Batterien? Okay. Ich
Er hat mich gespottet? Nee. Die sind gefährlich. Da sind gleich 3 Stück auf einmal. Ich könnte dich den Raben so wegknallen. Ja, müssen wir schon. Sicher, dass ich hier schon alles habe? Wir probieren das mal. Das würde mich jetzt interessieren, ob ich mich da an den Vogel so ranschleichen kann. Und den dann von hinten so eine richtige schöne Batterieladung reinwämse. Wie kann ich den Monster schützen? Also der Aim Assist funktioniert aber auch nicht immer, oder? Der funktioniert auch nicht immer. Schweinerei. Achso, hier kann ich wieder zurück. Oh, hier ist alles kaputt. Sag mir nicht, das war jetzt völlig umsonst. Nee. Völlig umsonst. Darf ich hier rein? Nö. Darf ich hier rein? Nö. Holy shit, das zieht richtig viel ab.
ich mit. Ja, verbraucht immer eine Batterie, ne? So wie das ausschaut. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Versteck? Das wird nützlich sein. Oh. Abschied. Eine Zeichnung sieht wie eine Erinnerung von Emily aus. Ach, da hat sie unsere Taschenlampe bekommen, ne? Hat sie unsere Taschenlampe bekommen. Was ist denn da los? Kannst du reinkommen? Hier mal treffen können, ne? Super. Wie gut die immer treffen können, die Schweinchen. Zipfelmütze. Also voll hier, ne? Kosten der einen Strom? Wieder keine Batterie mehr. Auf der anderen Seite ist noch eine Batterie. Könnten irgendwas? Was meint ihr? Jetzt habe ich auch nur die blöden Fugen abgelenkt, ne?
ich das trotzdem machen? Nee. Not enough energy. Oh, leider nichts mehr gefunden hier, ne? Batterietechnisch. Sieht sehr mau aus. Zur Spielhalle? Nur, dass ich dieses etwas nicht treffe. Aber die Batterie brauche ich wirklich. Ich will nicht wieder diesem flammenden Muskelberg begegnen. Warum eigentlich nicht? Ohne Batterie ist da nichts zu machen. Eine Leiter am perfekten Ort. Das kann nur ein Zufall sein. So, wir gucken uns natürlich erstmal um. Könnt ihr was verpassen? Sieht aus wie nach einem Erdbeben, aber... Aber hier war keins. What the heck is this? Videokamera? Blitzgerät. Dieses seltsame Ding passt perfekt in die Taschenlampe. Ich habe zwar keine Ahnung, was es ist, aber ich behalte es. Schließlich kann ich mit seinem Lichtblitzen die Monster blenden. Ah ja. Tigerchen, Stufe 6. Herzlichen Glückwunsch. Verbesserten Blitzangriff erhalten. Wieso verbesserten? Was ist mit dem normalen Blitzangriff passiert? Wenn du umzingelt wirst, halte X gedrückt, um ein Blitzlicht einzusetzen und Monster in der Nähe zu betäuben. Nach der Benutzung lädt es sich im Laufe der Zeit wieder auf. Wie lange brauchen wir, bis wir aufgeladen ist? Sehe ich das irgendwie? Ah. Man hört und sieht's, okay. Ich da zu fett bin. Okay, X gedrückt halten. Viel mit gedrückt halten und so, ne?
Das passiert wirklich? Da oben. Lol. Wer bist du denn? Bist ja ein ganz süßer, wa? Das ist ein ganz süßer. Geh hier so rüber? Nee. Also wir haben jetzt zwei Wege. Einmal nach unten und einmal direkt hier rüber. Wenn ich jetzt aber hier rüber gehe, habe ich so einen Point of No Return wieder. Weil die kann ja hier nicht hochklettern. Deswegen gucken wir uns erstmal die Leiter an. Was sehr, sehr groß ist, ja. Aber hier ist nicht Attack on Titan oder sowas, ne? Oh, wird mir geflüstert. Du bist frei. Oh, wieder ein Ticketstück. Oh, ich muss die Leute befreien. Ein seltsames Buch. Die Arbeit in der Mine. Ich hätte kündigen sollen. Ich komme mit diesem ganzen Quatsch nicht mehr klar. Ich hasse es. Ich hasse die Mine. Ich hasse meinen blöden Kollegen. Sie zucken immer nur mit den Achseln und sagen, dass schon alles gut wird. Ich hasse Tom. Ihre bescheuerten Richtlinien und ihre andauernden invasiven Psychotests. Sehen die nicht, was hier falsch läuft? Das liegt nicht an unseren Köpfen, sondern daran, dass hier unten irgendetwas ist, in den Abgründen dieser verfluchten Mine. Sie tun so, als würde es nie... Es würde es sie interessieren, aber in Wahrheit ist es ihnen scheißegal. Diese ganzen Psychoklempner sind nur dazu da, um einen Prozess zu verhindern. Sie schicken uns tagtäglich in dieses verfluchte Loch hinab, wo wir die Finsternis einatmen, die uns in den Wahnsinn treibt, weil es nur um diese merkwürdigen roten Steine geht. Soll das nicht eigentlich eine Kohlemine sein? Ich weiß um Himmels Willen nicht einmal, was ich da unten geschürft habe. Ich hätte kündigen sollen. Jetzt ist es zu spät. Ich habe mein Leben vergeudet. Ich sitze angsterfüllt auf dem Sofa und höre die Monster von draußen. Ich höre, wie sie in den Fensterscheiben kratzen. Sie wollen mich holen. Und was tue ich? Ich starre wie besessen auf dieses blöde Ticket. Ich hätte auf meinem Vater hören sollen. Ich hätte tun sollen, was der Mann mit den grünen Augen gesagt hat. Mit diesem Ticket hätte ich aus diesem gottverlassenen Ort verschwinden können. Aber ich bin genauso ein Trottel wie mein Vater. Ich bin nicht abgehauen, als ich Gelegenheit dazu hatte, und jetzt kann ich nicht mehr weg. Sie sind da. Sie schleppen mich in die Mine oder dorthin, wohin sie all die anderen Bergleute gebracht haben. Ich kann nichts dagegen tun. Schicksal ist Schicksal. Say what? Ja, haben wir jetzt befreit, ne? Mhm.
Gut, dass ich noch mal gucken gegangen bin. Aber mir fehlt trotzdem noch ein Klassenzimmer, ne? Ich hoffe, wir kommen dann noch mal zurück. Da unten scheint aber auch irgendwas zu sein, ne? So rüber, so rüber, darüber. Ob da unten auch noch was ist, da hinten in der Ecke, wo die ganzen Monster sind. Ihr wisst schon, da. Da wo jetzt gerade der Kopf ist, da hinten, wo die Schaukeln sind, weißt du? Nicht, dass die Schweine da auch noch was versteckt haben. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Noch nicht. Höre Gas. Schon wieder so ruhig, ne? Keine Musik, nichts. Quarzradar? Was denn für ein Quarzradar? Das Arcade. So ziemlich der einzig gute Ort in dieser Stadt. Naja, er war gut. Ich kann nicht mal mehr spielen, ohne dass die Fieslinge alles ruinieren. Die Fieslinge, ist ja auch geil. Die bösen Fieslinge. Man hier irgendwo spielen kann, das wäre richtig nice. Auch wenn es nur so ein altes Pac-Man oder Asteroids ist oder so. Undefeated Fighter. Der Name ist ja geil. Undefeated Fighters. Sieht nützlich aus. Was? Gravitonik? Das sind ja nur Highscores. Was ist das denn? Anomalous Bot? Player 1, Player 2? Da sind jede Menge Leitungen im ersten Stock. Bestimmt ist die Batterie da oben. Die hält das ja alles am Laufen, wa? Ducken, 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 ducken. Ich würde sagen, den Vogel, den machen wir noch so weg. Den haben wir auch so weggehauen, sehr schön. Auch Musik ist doch gut. Game over. Nicht für mich. Bin erst einmal gestorben, hab noch 5 Leben. Spare Quest. Continue. Ja, machen wir weiter. Mal sehen, wie das Spiel aussieht. Okay, haben wir nochmal Batterien? Warenlager. Gehen wir doch mal gucken.
anderen Seite verschlossen. Natürlich. Das sieht nach einem Spiel aus, was ich spielen würde. Hier ist irgendwo noch ein Vogel. Dann hatten wir hier unten nicht eine Dose da. Wo werden beide angelockt? Quietschekäse? Nee. Aber ich kenne Schreikuchen. Ach, Grillkäse, ja. Natürlich. Aber der ist ganz schön teuer geworden in letzter Zeit, ey. Die haben wir sonst auch immer geholt. Kam immer so 1,60 oder so. Und dann irgendwann mal der Arsch teuer, ey. Hallo, geh mal weg hier. Nicht blocken. Hallo. Der quietscht immer beim Essen. Warum quietscht Käse? Also bei uns hat er noch nie gequietscht. Also wenn wir den grillen, dann essen wir den tatsächlich, ne? Wir nehmen den vom Grill runter und lassen den nicht liegen oder so, sondern den essen wir dann so instant, ne? Sonst, wenn der kalt wird oder so, schmeckt er auch nicht mehr. Und dann wird er so fest, wenn er so kalt wird, weißt du? Deswegen essen wir den eigentlich immer möglichst schnell. Alright, ist das von denen? Das habe ich auch gespielt. Das ist auch ein Erkundungsspiel. Digga Schwester, wenn du noch ein Erkundungsspiel suchst, hier Rhyme. Oder Sable ist auch ein gutes Erkundungsspiel. Ja, man ist hier mit den kleinen Jungen. Das haben wir auch gespielt, Leute. Rhyme. Keine Zeit zum Spielen. Versuche ein weiteres Spiel von Tequila Works zu spielen. Ach, das ist auch von denen gewesen. Cool. Das haben wir auch gespielt. Ist auch ein cooles Spiel auf jeden Fall. Achso, ist nur zum Verstecken, okay. Brauche ich nicht irgendwo noch eine Batterie? Da hinten war eine Batterie. Ich kann dir die nochmal aufschreiben, ne? So. Wenn du willst. Hab ich zuerst gesehen.
Ah ja. R-I-M-E, Rhyme, oder Sable, S-A-B-L-E. Sind beides recht gute Erkundungsspiele. Ich glaube, bei beiden, da musst du nicht kämpfen. Und jetzt einfach nur die Welt entdecken. So ein bisschen wie Journey, aber halt mit NPCs. Ja, nochmal eine Batterie. Na, treffen wir nicht schlecht. Treffen wir nicht schlecht, Junge. Ob er aber auch wirklich genau so steht, dass man ihn nicht treffen kann, ne? Na, warte. Na, warte. Dann machen wir es so. Dann machen wir so. Das wird nützlich sein. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört, aber danke schön. Gehört, aber noch nicht gespielt. Sieht ziemlich gut geplündert aus, aber warum komme ich da nicht zum Warenlager? Von der anderen Seite verschlossen. Gibt es sowas wie New Game Plus? Kann ja sein, dass es hier auch so Orte gibt, die man erst im New Game Plus oder so besuchen darf. Manche Spiele sind ja so, sowas wie Blasphemous zum Beispiel. Da kommst du an bestimmte Sachen noch gar nicht ran, es sei denn, du machst New Game Plus, erst dann kommst du an bestimmte Sachen ran. Wissen ja auch einige nicht. Undefeated Fighter. Naja. Das nehme ich mit. Im Fall. Und das nehme ich auch mit. Sieht nützlich aus. Definitiv. Gut. Liegt ja über so einen Stein rum. Ich fasse es nicht. Ich will ja nicht meckern, aber ich kann hier so durchgucken. Wo bist du denn? Jemand ganz Neues. Oh, das ist der die Handabdrücke gemacht hat. Ich muss vorsichtig sein. Ich will gar nicht wissen, was das war. Die hat eine Taschenlampe in der Fresse gehabt. Habt ihr das gesehen?
Der Basti wieder. Space Blaster. Sieht aus wie Tetris. Oh, das Schwert will ich haben. Aber oh, ist ja nicht mal echt. Bewegen LB und RB, um die Sicherung zu bestätigen. Ich glaube, ich hab's. Ich muss einfach diese zwei Lichter verbinden. Betätigen, ja. Und B ist zurück und Y ist komplett zurücksetzen. Okay. Okay, machen wir so. Machen wir so. Ist ja egal, war wo lang. Hauptsache es funktioniert. Hier muss es eine Batterie geben. Nicht der Schwieger. Da kommen wir damit ins Warenlager dann. Wenn wir die jetzt rausnehmen. Weil dann kommen wir nämlich hier so rüber. Cool. Na ja, dann snacken wir uns, oder? Seltsame Batterie. Sieht nicht nach einer Autobatterie aus. Eher wie eine Spielzeugbatterie. Nur wesentlich größer. Hat ein Kind die gebaut? Game over. Entferne die Batterie aus dem Arcade-Automaten. Finger weg. Was? Alter, was ist das denn? Holy shit, was ist das? Nein, 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 bitte geh weg. Neues Ziel. Aus der Arcade fliehen. Die Batterie habe ich, aber jetzt ist eins von diesen riesigen Monstern hinter mir. Ich muss hier raus, aber ohne dass das Biest mich sieht. What? Aber das sah schon geil aus, oder? Das ist so eine Mischung zwischen so einem Maulwurf und so einem. Kennt ihr diese Kameras? Ne, dieser. Nennt man das Kameras? Ne, diese Filmprojektoren aus diesen alten Kinos. Lol, wer mich nicht sieht. Der sieht ja verschärft aus. Diese langen Arme. Holy moly. War schon ein bisschen eklig, muss ich sagen. Das war knapp. Okay. Es hat mich wohl nicht gesehen. Jetzt muss ich bloß noch hier raus. Ich schaff das. Sally, das war nicht knapp, das war ekel. Oh, toll. Die hieß doch Sally, oder? Nimm mir lieber ihre Cousine. Und wir sind Sally. Das ist Warenlager? Da ist ja gar nichts drin. Ich dachte, ich kriege hier gleich hier so 5 Batterien und 3 Inhalatoren und so. Nix da, ey. Kurz mal beobachten, wo scheint der lang? Wow, okay. So, dann müssen wir hier lang also. Wie der da oben hängt, ey. Sag mal, der Gegnerdesign ist schon nice.
Oh. Kein Spring, Softdrink mehr drin? Darf ich wohl nicht ablenken, wa? Hier ist eine Sackgasse. Hier müssen wir noch mal kurz warten. Und rüber. Bisschen näher zu ihm, dann sieht er uns nicht. Alter Schwede. Und seid doch mal ehrlich, Leute. Der ist schon geil gemacht. Der hat was. Oh, kurz warten. Ich weiß nicht, ob er jetzt rüber scheint oder nicht. Muss ich überhaupt schleichen? Irgendwie das Gefühl, ich muss gar nicht schleichen. Geht nicht mehr. Oh. Achso, man kriegt so Schaden. Ich probiere das mal ohne Schleichen. Vielleicht doch schleichen. Ich habe aber gerade das Gefühl, ich bin hier gerade echt beschissen. Alles? Null eins. Ja. Bloß weg hier. Hilf die Steinmenschen, stand da. Und dann irgendwas anderes. So, die Batterie wieder in den Wagen einbauen. So, wir haben jetzt den Strom abgestellt. Das heißt, überall ist jetzt der Strom aus. Vielleicht gehen wir dann nochmal zum Eingang zurück, ne? Da, wo die Batterie und der Inhalator sind. Da ist ja der Strom jetzt auch aus. Aber es ist wieder der Point of No Return, ne? Das ist halt wieder so. Also, sieht aus, als würde Emily als Köder benutzt. Für mich. Niemand sonst ist in der ganzen Stadt. Nur Monster, die an jeder Ecke auf mich warten. Ich fühle mich langsam, als würde mir ein gewaltiger, kranker Streich gespielt werden. Ja, vielleicht von dem Mann, ne? Der Teufel. Spielt uns einen Streich. Die Schule ist genau hinter diesem Zaun. Naja, genau würde ich jetzt nicht sagen. Hier ist gar nichts, oder? Und doch hier. Hier können wir hoch.
Gehört wie eine Toilette. Noch ein Steinchen. Hab's zuerst gesehen. Ja, deswegen habe ich es auch mitgenommen. Keine Karte. 1 von 6, 1 von 4, 0 von 1, 1 von 1 und 2 von 3. Die Batterie wieder in den Wagen einbauen. Ich bin mit der Batterie entwischt, aber das war echt knapp. Hoffentlich funktioniert es. Ich muss Emily finden, damit wir nach Hause gehen können und ich nicht mehr tun muss, als wäre ich die Heldin eines Videospiels. Ich hasse das. Okay. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, wenn Videospielcharaktere auf immer so merken, so von wegen, bin ich in einem Videospiel? Dich gesehen. Gerade kurz gezuckt hast. Hat da gerade irgendjemand ganz kurz gezuckt? Ich habe das doch gesehen da. Oh, ich glaube, für den hatte ich keine Batterie mehr gehabt, ne? War es das? Kriegt man irgendwas, wenn man alle umbringt? Im Prinzip könnte ich das ja machen. Ich habe ja genug Batterie jetzt mit. Alles umbringen. Den mal so. Entscheide dich für eine Seite. Also neu aimen. Immer neu aimen, wenn das Ding weg ist. Würde mich mal interessieren, ob man denn so ein Achievement bekommt, so von wegen alle Monster getötet. Das wäre nice. Das mal in Angriff nehmen. Einfach alles wegklatschen.
So, Batterie einsetzen. Und? Es funktioniert? Hast du ein Glück, dass die automatisch darüber fährt? Oh, Mr. Cameraman. Wie sieht der sehr wie eine Spinne? Neues Ziel. Emily im ersten Stock suchen. Wahrscheinlich versteckt sich Emily im ersten Stock. Jetzt bin ich so weit gekommen. Ich muss nur noch ein bisschen weiter suchen. Sie hat sicher große Angst. Jedenfalls geht's mir so. Würde mich mal interessieren, ob ich hier irgendwo wieder runterkomme. In den ersten Stock. Da haben wir ja auch noch ein Klassenzimmer, was ich gerne noch untersuchen wollen würde. Spinde. Was ist dieses Ding? Warum sieht es aus wie ich? Man kann sagen, wie wir oder was? Aber warum sind wir so geknickt? Was ist dieses Ding? Warum sieht es aus wie ich? Leave us alone. Oh. Emily, bist du da? Kurzer Überblick. Okay. Nein. Ach, der Basti wieder am Rumblödeln. Nächtliches Lesen, eine Zeichnung, Erinnerung. Nächtliches Lesen. Okay. So, haben wir zwei von zwei Bildern hier erwischt. Einen Stein kann ich noch holen. Also entweder ist er hier oben oder der unten. Papagei haben wir noch. Zwei Typen und sechs Bücher. Oder sechs Zettelchen. Das nehme ich mit. Ein Schielpferd. Holy moly. Im Ernst? Wo bin ich hier? Das ist nicht meine Schule. Wo bin ich hier? Schau dir an, was aus deiner Schule passiert ist. Ja, ist schon ein bisschen eklig geworden. Klassenzimmer 210. Da versuchen wir erstmal als erstes reinzukommen. Ich kann sie nicht finden. Wen? Wen kannst du nicht finden? Emily? Ohne Batterie.
Helfen die Mannequins mir? Noch ein seltsames Buch. Emily ist im ersten Stock so. Wahrscheinlich versteckt sich Emily im ersten Stock. Ich bin so weit gekommen, ich muss nur noch ein bisschen weiter suchen. Sie hat sicher große Angst. Also jedenfalls geht's mir so. Okay, was haben wir hier? Der erste Stock. Im ersten Stock ist es unheimlich. Dort ist das Labor und jedes Mal, wenn wir dort Unterricht haben, müssen wir hoch in den ersten Stock. Die Kinder dort sind älter und gemein. Die Kinder aus meiner Klasse machen sich zwar über mich lustig, aber die dort oben sind noch schlimmer. Ich habe Angst vor ihnen. Ich glaube nicht, dass sie einfach nur Spaß so fies sind. Was? Ich glaube nicht, dass sie einfach nur zum Spaß so fies sind. Ich glaube, das sind richtige Monster. Sind die Monster vielleicht doch die ganzen Schüler? Weg damit. Ich versuche zwar, ihnen aus dem Weg zu gehen, aber ich glaube, manche verfolgen mich nach der Schule. Vielleicht kann Sally mir ja helfen, wenn ich ihr das erzähle. Vielleicht. Hast du es denn Sally erzählt? No one is gonna miss you. Niemand wird dich vermissen. Aber nicht nett. Super. Was machst denn du hier? Ganz weiße Augen. Was machst du hier? Nee, weg. Also noch steht sie da hinten. Seht ihr die? Da. Also noch steht sie da hinten. Überhaupt nicht unheimlich. Nee, nee, rein gar nicht. Scheint, als ob der Stein auf Licht reagiert. Mit den ganzen Bildern hier. Don't tell. Okay, den haben wir aber noch nicht gesehen, oder? Riesige Augen, riesiger Mund. Den haben wir noch nicht gesehen. Die haben wir gesehen. Die Zipfelmützen. Die haben wir gesehen. Abteil oben. Yeah. Ach so, ich musste das nur beiseite schieben, oder was? Oh, da liegt ein Mannequin.
Darf der das? Batterien nehmen wir mit. Oh, das ist hier Mr. Video Guy. Don't fight. Don't speak. And don't run. Okay, was mit unserer Figur? Immer noch da hinten? Immer noch da hinten. Wo ist eigentlich überall hier rot? Ist das ein Bug? Oben wieder irgendeine Figur. Oh, ist das Emilys Zuhause? Hat sie sich hier bereit gemacht? Noch ein seltsames Buch. Mein Opa ist der tollste Mensch der Welt. Er hat eine große, komische Nase und erzählt mir jede Menge Geschichten aus seinem Leben. Wenn ich erwachsen bin, will ich genauso sein wie er und um die ganze Welt reisen. Ich freue mich jedes Mal tierisch, wenn wir Opa besuchen, weil er sich immer freut, mich zu sehen. Früher waren wir andauernd bei ihm, aber heute ist er bei uns eingezogen und Papa sagt, dass er jetzt bei uns wohnt. Ich bin so aufgeregt. Wir konnten heute nicht zusammen spielen, weil er noch erschöpft vom Umzug war. Ich habe ihn gebeten, mir eine seiner Geschichten zu erzählen, aber er war so müde, dass er sie nicht zu Ende erzählen konnte. Weil ich ihm helfen wollte, habe ich ihm die Haare gekämmt, bis er eingeschlafen ist. Ich glaube, das mochte er. Ich freue mich irrsinnig, dass Opa jetzt hier wohnt. War sie etwa die ganze Zeit hier? Schokolade, Schokolade, Kekse, Orangensaft, Tetrapacks, Stars. Magazine. World Cultures. Also er war auf jeden Fall nicht langweilig. Schade, keine Figur. Schneller geht's nicht runter. Falls da hinten so ein Omega-Zeichen ist, Tigerschwesterchen, das ist ein Legendary. Immer wenn da hinten so ein Omega-Zeichen ist, hinter dem Fischnamen, dann ist das ein legendärer Fisch gewesen. Der gibt extra Punkte. Ja. Unsere Puppe ist hinter hierher. Unser Püppchen ist hinter Emily her. Ist das eine andere Puppe oder dieselbe? Das ist eine andere Puppe. Und die steht immer noch da. Oh. Okay, also gibt es mehrere Puppen davon.
Also, wenn ich das richtig verstehe, sind das hier alles ehemalige Schüler oder was? Dann machen wir die doch alle kalt. Ich bin dafür, dass wir sie alle kalt machen. So, den bringen wir erstmal zum Umdrehen. Damit wir den hier in Ruhe machen können. Hallo, mach doch mal Licht aus. Es geschafft. Also ich nehme mal an, diese kleinen Kapuzenträger, das sind wahrscheinlich so Kinder in unserem Alter oder in unserer Klasse, und die großen, diese Krähen-Typen, das sind dann wahrscheinlich so Kinder aus der Oberstufe. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ja. Aber könnte Sinn machen. Von wegen, es sind halt so die älteren Schüler, ne? Die noch so ein bisschen noch gemeiner sind als die Zipfelträger. Wir haben jetzt hier mehrere Wege. Wir haben jetzt da hinten eine Tür, da haben wir eine Tür und da oben haben wir was. Alles klar, Tigerchen. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Und vielleicht bis morgen. Müssen wir mal schauen. Aber wenn nichts dazwischen kommt, wollte ich eigentlich morgen auch noch mal eine Runde streamen, ja. Oh, okay. Da kommen wir lang, durch das Labor durch und dann bis zur Haupthalle vor. Okay. Soll ich jetzt auch nochmal sagen, ruhige Schicht, und dann kriege ich auch noch ein Dankeschön, oder was? Ruhige Schicht, Digerchen. Wenn man nur dafür ein Danke kriegt. Ganz viele Matratzen, Pendy hier. Soll ich hier reingehen? Nö. Don't bite. Leave us alone. Ah, schon weg, ne? Oh, da liegt was. Noch ein seltsames Buch. Noch ein seltsames Buch. Anzeichen einer Depression. So sieht es aus. Ich bin ein ganz organisierter, rationaler Mensch. Zumindest war ich das mal. Ich war ein bekannter Psychiater, der auf die Behandlung von Traumata bei Bergarbeitern spezialisiert war. Ich genoss Ansehen, Wohlstand und Erfolg. Und meine besten Jahre lagen bereits hinter mir. Eines Tages bot mir ein Vertreter der großen Bergbaugesellschaft Tom ein enormes Gehalt an. Ich sollte exklusiv für sie in ihrer Kohlemühle in Bethelwood arbeiten, einer Kleinstadt, irgendwo in Maine.
Ich war zwar nicht auf das Geld angewiesen, aber ich nahm das Angebot an. Ich konnte etwas Ruhe und Frieden gebrauchen. Ich dachte, das wäre vielleicht ein guter Ort für den Ruhestand. Ist vielleicht einer der Psychiater, der Gegner? Ihr Mr. Filmtyp oder was vielleicht? Bei meiner Ankunft fand ich heraus, dass die psychologische Abteilung des Unternehmens aus 12 Personen bestand. Das konnte ich kaum glauben. Doch etwas später, nachdem ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie es dort um den Verstand der Bergleute bestellt war, verstand ich es. Inzwischen denke ich, dass 12 noch zu wenig sind. Die Bergleute sind gebrochen. Ich weiß nicht genau, wie ich es in Worte fassen soll. Sie verloren einfach irgendwie den Verstand. Aber warum? Die Stadt war wunderschön, kein schlechter Ort zum Leben. Nicht im geringsten. In der Mine herrschten keine besonderen schlimmen Bedingungen. Das Gehalt war in Ordnung. Aber ab und zu kamen ganz normale Leute, die ein ganz normales Leben führten, einfach mit Anzeichen einer schweren Depression zur Arbeit. Einfach über Nacht, ohne vorher irgendwelche Symptome gehabt zu haben. Ich tat mein Bestes, um den Leuten zu helfen. Das taten alle aus unserer Abteilung. Und wir scheiterten. Ich scheiterte. Dann verschwanden plötzlich Bergleute. Ich wusste nicht, was los war. Ich war noch nie so ratlos. Ich dachte daran zu kündigen. Aber ich konnte es einfach nicht. Nach dem Vorfall ging der Großteil der Psychiat was, des Psychiat Nochmal. Nach dem Vorfall ging der Großteil des Psychiaterteams. Ich aber blieb da. Ich glaube nicht, dass ich weggehen könnte. Vielleicht ist der Brand ja ausgebrochen, weil ich bei einem Arbeiter das Krankheitsbild nicht rechtzeitig festgestellt habe. Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch das Ticket für die Seilbahn, mit der ich immer zur Arbeit gefahren bin. Es erinnert mich an diese Zeit, die Mine, mein Versagen. Irgendwann werde ich es bei diesen Leuten wieder gut machen. Dann werde ich endlich Frieden finden. Dann brauche ich dieses Ticket nicht mehr. Oh, du bist der Psychiater. Du hast mein Ticket. Schon okay. Geh jetzt. Noch ein Ticketstück. Ach, man hat immer so in der Nähe von den Figuren hat man immer die Geschichte, wer das ist. Also unten der Minenarbeiter war klar, war natürlich der Minenarbeiter. Logisch. Ja, so Inhalator brauchen wir nicht. Da drüben ist jetzt noch eine Tür. Wir könnten aber auch zum Haupteingang. Nee. Wir müssen erstmal Emily helfen. Die wird ja gerade von einer Figur verfolgt. Falls wir da überhaupt langkommen, ne? Kann ja sein, dass die Tür auch zu ist. Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich ist sie zu. Alles klar, dann ab durch den Lüftungsschacht. Das ergibt keinen Sinn. Heute Morgen war die Stadt noch in Ordnung. Lahm und doof wie immer. Ja, aber das war ja heute Morgen. Jetzt ist jetzt. Da liegt eine Batterie. Dann
taucht plötzlich Emily wieder auf und es herrscht Chaos. Jetzt sind alle fort und es sieht aus wie nach einem Erdbeben. Denk daran, das ist nicht dieselbe Welt. Wir sind in irgendeiner anderen Welt jetzt. Wo wir die Seilbahn gefahren sind, da war doch dieses komische Etwas. Nebel oder sowas. Und so ein Dunst. Okay, cool. Wir sind jetzt hier also im Haupteingang. Da drüben ist ein Gegner. Soll uns aber jetzt erstmal nicht stören. Na gut, Leute. Das war es soweit mit dieser Folge. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss.